Du hast einen Interessenten, der sich fürs Personal Training bei dir interessiert, machst mit ihm ein Probetraining, alles läuft super, der Kunde ist begeistert während der Stunde und nach der Angebotspräsentation, als du sagst, hey, Karten auf den Tisch, wollen wir das Ganze machen, dann sagt er, ah nee, ich muss noch mal überlegen. Und das ist so eine Situation, mit denen viele Personal Trainer nicht so gut klarkommen und wo sie jetzt ja ein bisschen ins Schwitzen kommen und sagen, ja okay, was soll ich jetzt sagen, jetzt muss ich Einwandbehandlung machen, wie kann ich das alles machen und ja, da gibt es eben viele Fehler, die man machen kann und ich möchte dir heute mal 3 Fehler mit an die Hand geben, damit du diese nicht machst und damit du in dieser Situation gelassener, cooler reagierst und auch genau weißt, was du machen musst. Und zwar, der erste Fehler, der hat nichts mit irgendwelchen Einwandbehandlungstechniken zu tun oder mit dem, was du sagst, sondern das hat zu tun mit deinem eigenen Kopf. Denn der Fehler ist, dass du selber nicht von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung überzeugt bist. Ja? Wenn du nicht tief im Herzen davon überzeugt bist, dass das Ganze klappen kann, was du mit dem Kunden vorhast, dass dein Training die Lösung ist für den Kunden und dass du deinem Kunden wirklich helfen möchtest und dass das Leben deines Kunden auch viel besser wird, wenn du mit ihm trainierst, wenn du das nicht tief innerlich in dir drin wirklich denkst und von Herzen davon überzeugt bist, dann kann das Ganze gar nicht funktionieren. Und dann kannst du keine Einwandbehandlung, nicht weil du irgendwelche Techniken nicht kannst oder weil du vielleicht die falschen Fragen stellst oder sowas, sondern es liegt einfach an deinem Kopf, es liegt an deinem Mindset, dass das noch nicht so weit ist, dass du wirklich zu 100% davon überzeugt bist. Ja? Es gibt so, so viele Vorteile von Krafttraining, von Ausdauertraining, von regelmäßigem Sport und der Kunde verpasst diese ganzen Vorteile wahrscheinlich, wenn du es eben nicht schaffst, ihn davon zu überzeugen, mit dir zu trainieren. Und du könntest jetzt auch sagen, hey, natürlich, ja, aber er kann ja auch alleine trainieren oder kann ja auch alleine Sport machen, dann kann er auch von den ganzen Vorteilen profitieren. Stimmt natürlich, aber würde der Kunde bei dir hier sitzen, wenn er das Ganze alleine hinkriegen würde? Ich meine, jeder weiß ungefähr, dass Sport gut ist, aber nicht alle machen es. Ja? Und es geht nicht darum, dass man es weiß, ja, oder dass man es auch alleine machen kann, sondern dass man es wirklich umsetzt. Und wenn der Kunde mit dir einen Termin hat, einen fixen Tag in der Woche, wo er sich immer mit dir trifft, oder mehrere Tage pro Woche, wo er sich immer mit dir trifft, ja, dann zieht er das Ganze durch, weil er eine Verpflichtung hat. Er muss dir Rechenschaft ablegen, falls er nicht zum Training kommt. Und alleine diese Tatsache wird dafür sorgen, dass der Kunde immer trainiert und dass er natürlich viel öfter trainieren würde, als würde er das Ganze alleine versuchen. Und durch die Tatsache, dass er öfter trainiert mit dir zusammen, im Vergleich zu kaum trainieren alleine, ist halt schon so viel wert, dass er von diesen ganzen Vorteilen von Training profitieren kann. Ja, du weißt selber, wenn du Ausbildung in dem Bereich gemacht hast, was Training alles für positive Vorteile mit sich bringt, egal aufs Herz-Kreislauf-System, auf den aktiven Bewegungsapparat, ja, oder auch auf die Psyche, auf den Schlaf, ja, aufs körperliche Wohlbefinden, auf das Attraktivitätsbewusstsein und so weiter und so fort. Kann ich eine Stunde darüber erzählen, was alles bringt, das Training. Ne? Und das verpasst der Kunde, wenn du es nicht schaffst, ihn hier von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung zu überzeugen. Ja, und wenn du nicht selber davon überzeugt bist, dass das Ganze so ist und dass du deinem Kunden helfen kannst und dass es das Beste für den Kunden ist, wenn er eben trainiert, dann wird es halt schon mal schief gehen. Ja? Zum Abschluss von diesem Punkt möchte ich auch noch mal ein paar Kommentare vorlesen, die ich hier auf Facebook bekommen habe, weil ich habe nämlich hier zum Beispiel gefragt, vervollständige den Satz, ein Trainer, der es nicht schafft, den Kunden von Personal Training zu überzeugen, ist... Und ich habe den ersten Kommentar geschrieben, ja, vielleicht schuld daran, dass der Kunde eventuell früher stirbt. Und es ist ja tatsächlich so, ja. Es kann ja sein, dass der Kunde eine bestimmte Krankheit entwickelt oder sowas, wenn er nicht trainiert, ja, Bluthochdruck bekommt, ja, Bluthochdruck hat wieder weitere Folgekrankheiten. Eventuell bekommt er vielleicht früher einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder sowas, ja. Ich will nicht sagen, dass Training ein Allheilmittel ist und nur wenn man trainiert, kriegt man sowas nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man das Ganze nicht bekommt oder vielleicht später bekommt, wenn man regelmäßig und langfristig trainiert, ist durchaus da, ja. Und deswegen kann es durchaus sein, dass der Kunde vielleicht früher stirbt, wenn er dann nicht trainiert. Ja, kann durchaus sein. Andere Leute haben mir noch andere Sachen geschrieben. Ja, zum Beispiel der Tim schreibt hier auch, selbst nicht davon überzeugt, welche geile Leistung er da anbietet. Da trifft das auch genau auf den Punkt. Ja. Dann hier ist noch anzuzeigen wegen unterlassener Hilfeleistung. Fand ich auch gut, den Kommentar. Oder nicht mit Leidenschaft bei der Sache. Leidenschaftslos. Ja. Und da siehst du eben schon, dass diese Trainer schon verstanden haben, dass halt die Dienstleistung oder das eigene oder das Fitnesstraining so wichtig ist für die Leute und dass sie einfach überzeugt sind von dem Produkt. Und wenn du nicht davon überzeugt bist, dann musst du erstmal daran arbeiten, bevor du jetzt tiefer in das Thema Einwandbehandlung einsteigst. Ja. Aber wenn du schon komplett von deinem Produkt überzeugt bist und sehr, sehr gut und meinst, okay, du kannst den Leuten helfen, was kannst du dann noch alles falsch machen? Und zwar ein zweiter Fehler, den du machst, ja, du stellst nicht genug Fragen. Ja. Du stellst vielleicht so 2, 3 Fragen, woran es liegen könnte und dann sagst du, okay, dann lass es halt bleiben, dann überlegt er sich es halt nochmal. Ne? Aber das ist halt genau falsch, ja, weil wenn du dir mal vorstellst, ja, der Kunde hat dir davor gesagt oder der Interessent hat dir vorher gesagt, okay, was er alles erreichen möchte, wie wichtig ihm das ist, warum er das erreichen möchte, was für emotionale Beweggründe dahinter stehen, wenn du die Bedarfsanalyse richtig gemacht hast, ne? Dann hat er dir das alles gesagt, ja, und jetzt sagt er dir, ja, ich muss mal überlegen. Es ist ja nicht logisch, oder? Und
Ich würde jetzt einfach mal empfehlen, versuche diesen Logikbruch, den der Kunde da begeht, aufzulösen und einfach nur selber zu verstehen. Weil selbst wenn du jetzt gar nicht in das Personal Training verkaufen wollen würdest, ja, macht es da trotzdem keinen Sinn, was er sagt. Hey, vorhin hast du das gesagt, jetzt sagst du das. Hey, erklär mal, warum ist denn das so? Ja, dann sagt er vielleicht irgendwas, ja, aber warum ist das denn so? Und also du fragst dann so lange weiter nach, bis du es wirklich verstehen kannst, warum er vorhin so geredet hat und jetzt so. Ne? Und du musst einfach in der Einwandlung viel mehr Fragen stellen und jede Situation analysieren, in jede Ecke gehen, um herauszufinden, was dann wirklich der wahre Einwand ist. Ja? Das heißt, du musst viel, viel, viel mehr Fragen stellen. Ja? Und wenn du jetzt ganz viele Fragen gestellt hast, ja, und dann wirklich den wahren Einwand gefunden hast, dann erst stellst du diese Bedingungsfrage mit, ja, okay, also wenn jetzt XYZ für dich gelöst ist, wenn es für dich passt, dann wärst du jetzt heute dabei, oder? Wenn da dann ja kommt, dann kannst du mit diesem Einwand arbeiten. Aber die meisten schaffen es eben gar nicht, diesen wahren Einwand zu finden und gar nicht diesen Einwand zu analysieren, weil sie zu wenig Fragen stellen. Das heißt, du musst einfach mehr Fragen stellen. Du kannst auch immer in verschiedene Richtungen gehen. Ja? Hey, glaubst du denn, dass du das Ganze selber durchziehen kannst, das Training? Ja? Glaubst du denn, dass ich da der richtige Ansprechpartner bin für dich, um das Training mit dir durchzuziehen? Ja? Glaubst du denn, dass du das zeitlich schaffst? Ja? Glaubst du denn, oder liegt es vielleicht am Finanziellen, dass du jetzt sagst, okay, das passt doch nicht so ganz für dich? Also, dass du verschiedene Bereiche abklapperst, ja, und wenn du irgendwo merkst, okay, da ist eine Unsicherheit da, dann gehst du da tiefer rein. Ja, und dann stellst du da mehr Fragen, solange bis du den richtigen Einwand gefunden hast. Und das ist halt eben ein Fehler, dass man nicht genug Fragen stellt. Ja. Und der dritte Fehler ist, dass du dich einfach zu wenig traust und einfach nicht ehrlich bist. Und darüber möchte ich mal ganz kurz eine Story erzählen. Und zwar hatte ich das neulich im Personal Trainer Business Coaching bei uns, dass ein Personal Trainer eine Person abgeschlossen hatte, die wurde Kunde bei dem Personal Trainer, hat ein 3-Monats-Paket gebucht und es ging jetzt so in den letzten 2 Wochen darum, okay, verlängert die Person oder nicht. Und da hat die Person, also der Kunde von dem Personal Trainer, hat gesagt, ja, das war jetzt zwar nett, die 3 Monate, aber ich möchte es erstmal nicht weitermachen, ich möchte es einfach nicht weiter verlängern. So. Und dann kam der Personal Trainer zu mir in den Call, im Business Coaching, hat gesagt, ja, hey, das sieht jetzt so und so aus. Und hat mich gar nicht gefragt, ob er da jetzt daran was ändern kann, sondern ich habe gesagt proaktiv, hey, Warum verlängert er nicht? Ja, also warum tust du da nichts dagegen? Warum überzeugst du den nicht davon, dass es Sinn macht, dass er verlängert? Ja? Und dann hat er so ein bisschen erzählt und dann habe ich auch so ein bisschen nachgefragt, hey, was war denn so das eigentliche Ziel von dem Personal Training Kunden? Ja? Und er meinte, ja, der wollte einfach fitter werden für die Arbeit. Und ich so, ja, was arbeitet er denn? Ja, der arbeitet in der JVA, also im Knast. Ja? Und ich so, und was war dann sein Ziel? Ja, er wollte Muskeln aufbauen. Ne? Und ich weiß nicht mehr ganz genau, ob der Personal Trainer das in der Bedarfsanalyse rausgefunden hat, das emotionale Trainingsziel. Aber für mich war sofort klar, okay, wenn ein Typ in der JVA arbeitet und Muskeln aufbauen will, dann will er das nicht irgendwie andere Ladies zu beeindrucken oder dann will er das nicht einfach nur des Zweckes willen, sondern es wird wahrscheinlich so sein, dass er in der JVA im Knast einfach der dünnste Lauch ist und alle keinen Respekt vor ihm haben, weil er alles da drin solche Maschinen sind, weil die den ganzen Tag trainieren. Ja, so, wenn man an diesen Klischees denkt. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist sein emotionales Trainingsziel, das ist der wahre Grund, warum er bei dir angefangen hat. Und du musst jetzt einfach versuchen, ja, das halt ihm klar zu machen und du musst ihm vor allem auch wieder ein neues Paket verkaufen. Ja, zu sagen, hey, wir haben jetzt einiges erreicht, aber mit meinem neuen Programm, mit dem und dem Trainingsplan, mit dem und den Methoden kommen wir noch viel weiter als bisher. Ne? Und dann aber gleich wieder dieses Emotionale mit reinbringen. Das heißt, ja, dann habe ich zu ihm gesagt, hey, du musst ihm das halt so sagen, du hast jetzt hier angefangen, du hast jetzt hier schon Muskel aufgebaut, ja, und wenn du weiterhin Respekt bei deiner Arbeit haben möchtest, ja, und vor den anderen Leuten in der JVA auch respektiert werden möchtest, dann lass uns weitermachen, denn wir können da noch viel mehr erreichen, ja, und du willst ja jetzt nicht wieder Muskeln abbauen, damit die Leute dich wieder weniger respektieren, oder? So, und da bist du auf einer komplett anderen emotionalen Ebene und du denkst jetzt vielleicht, okay, ist jetzt vielleicht hart oder sowas, dass man denen sagt, hey, du wirst nur respektiert, wenn du Muskulatur hast, ja, aber anscheinend war das ja wirklich der Beweggrund, warum die Person angefangen hat mit dem Training. Und dann war er auch irgendwie nicht sauer oder sowas, so, wie kannst du sowas sagen, sondern der war dann wieder motiviert und hat gesagt, und hatte mir dann eine Woche später erzählt, mein Kunde hier, ne, der Personal Trainer hat mir dann erzählt, ja, der war dann voll motiviert, der war auch gar nicht sauer und hat gesagt, ja, du hast recht, wir machen weiter und so und war wieder richtig motiviert. Ja, und das heißt, was ich damit meine ist, du darfst einfach nicht zu weich sein, beziehungsweise wenn du irgendwie was merkst, was bei den Kunden gerade abgeht, ja, und wenn es offensichtlich ist, warum
er eigentlich weitermachen sollte oder was für ein emotionales Ziel er hat, ja, dann kannst du das ruhig mal ansprechen, ja, und kannst ruhig mal ehrlich sein und sagen, hey, schau mal her, wir haben jetzt schon hier was erarbeitet, damit du da in der JVA wieder mehr respektiert wirst, ja, jetzt ist es alles wieder in den Haufen werfen, jetzt mach doch mal weiter, dann damit du auch wirklich dann Respekt bekommst und damit du wirklich da auch mehr präsent bist, einfach dann in der JVA zum Beispiel, ja. Aber das war einfach nur so ein Beispiel, ne. Ein anderes Beispiel könnte vielleicht sein, ja, du hast jetzt irgendwie einen Typen oder sowas, ne, und der erzählt in der Bedarfsanalyse, dass er eben ja gerne wieder attraktiver für seine Freundin sein möchte oder sowas, ja, und dass er dafür halt einfach besser ausschauen möchte, ja. Und dann, wenn ihr jetzt in der Einwandbehandlung seid, dann kannst du auch sagen, nicht so, ja, du wolltest ja vielleicht für deine Freundin vielleicht attraktiver sein oder sowas, ja, dann kannst du sagen, hey, pass mal auf, ne, du hast vorhin gesagt, du willst attraktiver sein für deine Freundin, ja, wenn du das jetzt nicht machst, ja, dann wird deine Freundin im nächsten Sommerurlaub genauso, wenn ihr am Strand seid oder in der Stadt unterwegs seid, dann wird die genauso auf die anderen Typen gucken, die vielleicht einen geilen Body haben und würde sich jedes Mal denken, hey, so einen geilen Body, ja, das wäre echt richtig, richtig cool, wenn mein Freund es auch hätte oder warum hat das mein Freund nicht, ja? Willst du das, dass du das weiterdenkst oder willst du jetzt endlich mal selber einen coolen Body bekommen? So, ne, und da bist du ganz anders in der Einwandbehandlung drin und du machst ganz an, also du sprichst halt genau das an, was offensichtlich ist, was klar ist, ja, genau in einer Situation an, ja, und dadurch kriegt man dann die Leute und dann sagen die, ja, stimmt, hast du recht, nee, das ist geil so, ja, und das passt so und ich will jetzt durchstarten, ja. Einfach nur, weil du was ansprichst, was offensichtlich ist und weil du das ehrlich ansprichst, ne, und die Leute sind ja dann noch nicht sauer, sondern sie haben ja genau diese Gedanken. Diese Gedanken sind ja nicht ausgedacht, ja. Und alleine dadurch kann es denn sein, dass sie sagen, okay, machen wir, komm, lass uns loslegen, ja. Und ja, das waren jetzt einfach mal so 3 Tipps, wie du mit diesem Thema umgehen kannst. Und vor allem der letzte Tipp, ja, der ist ja wirklich Gold wert. Das heißt, einfach mal das ansprechen, was im Raum steht und was sowieso die Leute denken. Und wenn du jetzt mehr lernen möchtest über das Thema Verkaufen als Personal Trainer oder auch über das Thema Einwandbehandlung, ja, dann sichere dir gerne mal ein kostenloses Strategiegespräch. Ja, da können wir uns mal deine Situation ganz genau analysieren, wie es bei dir gerade aussieht im Business, wo du vielleicht auch Schwächen hast in deinem Verkaufsprozess. Vielleicht machst du auch schon eine Bedarfsanalyse, was komplett falsch. Ja, da kann man auch dann ansetzen. Und im Personal Trainer Business Coaching schauen wir uns natürlich genau auch das Thema Verkaufen an, bauen einen klaren Vertriebsprozess auf, setzen ein Angebot richtig auf, schauen, dass wir Anfragen generieren und so weiter und so fort. Das heißt, wenn dich das Ganze interessiert, dann sichere dir einfach mal ein kostenfreies Strategiegespräch. Und dann können wir gerne darüber sprechen, wie wir dein Personal Training Business auf das nächste Level heben können, damit du auch endlich mal ein bisschen Kohle verdienst mit deinem Hobby. Ja, also bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.